Das ist ein Zatrik. Dieses geheimnisvolle Armband ermöglicht es Pokémon, alle ihre Kraft zusammenzunehmen und ihr volles Potenzial, den Zenit ihres Könnens, zu erreichen. Diese Kraft, die sie dabei entfesseln, nennt man auch die Zed-Kraft. Nur wir Inselkönige besitzen das nötige Wissen, um Glitzersteine wie den du von Kapu Riki erhalten hast, zu einem Zed-Ring weiter zu verarbeiten. Um die Zed-Kraft freizusetzen zu können, musst du allerdings auf Inselwanderschaft gehen und die Zed-Kristalle sammeln. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie du es in Pokémon Y mit den Megasteinen kennengelernt hast. Ich bin immer noch verblüfft, dass Kapu Riki besonders persönlich dir einen Glitzerstein überreicht hat. Du stehst offenbar in seiner Gunst. Oder verfolgte Kapu Riki damit vielleicht einen größeren Plan? Man weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja mehr heraus, wenn wir auf Inselwanderschaft gehen und Alola bereisen. Alola bereisen, das klingt doch gut. 4 Inseln. Im Verlauf der Inselwanderschaft wirst du alle 4 Inseln der Alola-Region abklappern. Das Ziel der Inselwanderschaft ist es, zum stärksten aller Trainer zu werden. Mit anderen Worten, also zum Inselwanderschaftschamp zu werden. Du wirst der Allerbeste sein, wie alle. Keiner vor dir war. Ganz allein wirst du sie dir schnappen. Du kennst ja die Gefahr. Ein großes Abenteuer wartet auf dich. Klingt super, oder? Ich freue mich schon total darauf. Ich erzähle dir später mehr über die Inselwanderschaft. Gut. Und im nächsten Part gehen wir dann auf Inselwanderschaft. Kapu Riki ist wirklich ein unglaubliches Pokémon. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Gelegenheit, mich persönlich bei ihm dafür zu bedanken. Dass es Wölkchen gerettet hat. Ach ja? Hast du bereits vergessen, dass Kapu Riki dich auch gerettet hat? Und dann hast du sogar noch einen Glitzerstein von ihm bekommen. Ich bemerke schon, dieses Let's Play besteht irgendwie ziemlich viel aus Dialogen. Ja. Vielleicht ändert sich das noch im Verlauf der Parts, aber bisher war das doch ziemlich dialoghaftig. Komm schon, Zeit nach Hause zu gehen. Dann heißt es jetzt wohl fürs erste Abschied nehmen. Mach's gut. Ja, und für mich heißt es jetzt auch Abschied nehmen. Nämlich Abschied nehmen von euch. Ich sage jetzt, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Schaut euch noch diese Videos an, die hier verlinkt sind. Und dann Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Vielleicht sind wir in den nächsten Parts ein bisschen freier und ein bisschen ungezwungener. In Hinsicht. Nun ja, Dialoge. Huch, ach, was für eine traumhaft schöne Prise. Ich bin schon gespannt, was uns heute alles erwartet. Ja. Ich bin auch gespannt, was uns im nächsten Part erwartet. Ja. Macht's gut. Ich speichere hier schnell noch. Ich hoffe, dieser Part war nicht allzu lang. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ihr habt gerade den Abspann gehört oder die Abmoderation gehört. Ja, so soll es dann doch nicht sein. Ja, kleiner Fehler in der Produktion. Aber das soll uns jetzt nicht von diesem Part aufhalten. Weiter geht's mit Pokémon Sonne.
In Aloha. Alola. Hallo. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ich bin im Namen des Professors hier. Mein Auftrag lautet, und ich zitiere: Lilly, bringst du mir mal eben unser Wunderkind rüber? Aber bitte heute noch, wenn's geht. Zitat Ende. Seufz. Ich sollte dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Zwergfürst? Hier hast du etwas Taschengeld. Aber gib nicht gleich alles auf einmal aus. Oh, wer ist denn deine charmante Freundin hier, Zwergfürst? Alola ist einfach herrlich. Hier trifft man lauter nette Leute. Charmant? Meinen Sie damit mich? Wie dem auch sei, mein Name ist Lilly. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Dein großer Moment ist endlich gekommen. Ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deiner Reise mit Flamiau. Wie ihr es vielleicht an meiner Moderationsart gemerkt habt, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin krank. Ja, das wird mich trotzdem nicht von diesem Part abhalten. Ich werde mein Bestes geben. Ja, nehmt es mir daher nicht übel, wenn ich mich ein bisschen kränklicher anhöre und ein bisschen neben der Spur bin. Also, vielen Dank für euer Verständnis. Weiter geht's. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Wir sollten uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Bitte folge mir. Ja, auf geht's. Ich folge hier einfach hier die Route entlang. Hey, ich bin hier drüben. Ja, wo denn? Okay. Hier? Taurus! Bitte beruhige dich wieder, Taurus. Du tust noch jemandem weh. Okay. Hier scheinbar auch nicht. Hier vielleicht? Hey, ich bin hier drüben. Ja, wo denn? Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Ah, hier. Da wink doch mal oder sag irgendwie Bescheid. Das Labor des Professors liegt direkt hinter dem hohen Gras dort drüben. Er meinte, umringt von wilden Pokémon, mache seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken schneller Fortschritte. Wie soll ich denn bitte ahnen, dass du hier unten bist? Ich bin die beiden Wege gegangen, die der Professor mir schon mal gezeigt hat. Lilly eben. Da ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer einen Vorrat an Schutzitems bei mir. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Wölkchen. Also das ist nur ein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmog. Cosmog ist ein sehr, sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Mein kleiner Freund hier hat mir einmal aus seiner äußerst misslichen Lage geholfen. Es verfügt über rätselhafte Kräfte. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hinter ihm her. Und aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Hanna von Cosmog. Bitte verrate niemandem etwas von meinem kleinen Freund oder von den Ereignissen an der Hängebrücke. Na klar, also ich nehme an, du hältst mich für vertrauenswürdig.
dann werde ich dem auch gerecht werden. Oh, ich kann den Trainer umgehen. Aber nicht dem wilden Pokémon, was nun erscheint. Ein Wingull. Okay. Und habt ihr bemerkt, es ist Nacht in Alola. In Pokémon Sonne ist es Nacht. Ja. Ich spiele tatsächlich abends das Spiel. Ich weiß nicht, inwiefern der Übergang insofern klappt. Ab und zu mal. Dass ich am Release Day dann doch nur drei Parts spielen kann. Statt 5 oder 6. Du findest das Item Aufwecker. Aufwecker wurde in der Medizintasche verstaut. Eine Palme. Sollte es hier öfters geben, in Alola. Oh ja, die konnte ich nicht umgehen. Aber ich kann Pokémon kann ich nicht umgehen, aber Pokémon Trainer kann ich umgehen. Gyrolaura fordert dich heraus. Gyrolaura setzt Wingull ein. Och, das haben wir doch eben schon gesehen. Bekämpfen wir es jetzt. Da wir jetzt scheinbar ein bisschen mehr Freiheit haben in Sachen Herumgelaufe und Trainerkämpfen und Pokémon fängen, würde ich sagen, versuchen wir heute das zweite Team Pokémon zu fangen. Oha, ich muss gleich mal einen Trank einsetzen. Nicht, dass das Ding uns jetzt gleich hier wegstirbt. So. Ich hoffe, ich finde heute einen Lebenspartner für John. Und werde die ersten Phasen des Wetlocks mal beginnen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird mit dem Wetlock. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nie selbst so eine Nutzlock-Sache gemacht. Das habe ich erst bei anderen Let's Playern gesehen und wollte es jetzt selbst einmal versuchen. Ja, das sollte doch etwas dauern. In dieser Kampf ist jetzt gleich nochmal Kratzer ein. Ja, es ist ein Zierkampf. Das dürfte es dann auch gleich gewesen sein. Genau. Langsam, aber sicher. John erreicht Level 9. Gyrolaura wurde besiegt. Und weiter geht's. Gut. Okay, und wie komme ich jetzt zum Professorlabor? Hier ist mehr. Ah, das sieht doch sehr nach Labor aus. Das sieht sehr nach Auseinandersetzung mit Pokémon aus. Sehr gut, Wuffels. Aber beim nächsten Mal bitte noch fester. Hörst du? Keine Angst. Ich bin härtere Attacken gewohnt. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist auf jeden Fall das Pokémon-Labor.
Es hat Charakter, findest du nicht auch? Der Professor gewährt mir hier bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Im Gegenzug helfe ich ihm als Assistentin aus, doch ich habe noch viel zu lernen. Wäre ich doch nur ein Trainer, dann wäre ich dem Professor sicher eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Waff, waff. Das war der Professor. Er betreibt in seinem Labor Praxisforschung zu Attacken. Oh nein, dann bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäscherei. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht im Kleiderflicken, dass ich mit mir letztendlich immer ein neues Kleid kaufen muss. Aber es nützt ja auch alles nicht. Treten wir erst einmal ein. Wird schon schief gehen, denke ich. Ach, das ist das Professorlabor. Das sieht aber ein bisschen anders aus als in den vergangenen Editionen. Hey, wenn das nicht der Zwergenfürst ist, danke, dass du ihn abgeholt hast, Lilly. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin immerhin Ihre Assistentin. Ups, das habe ich doch jetzt glatt in einer männlichen Stimme gesprochen. Können wir das rausschneiden? Regie, können wir das rausschneiden? Nee. Die Regie sagt, das können wir nicht rausschneiden. Außerdem stehe ich für Ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in Ihrer Schuld. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich nicht nochmal verspreche und den falschen Sprecher. Ja, das ist mit verteilten Rollen heute irgendwie ein bisschen blöd. Während ich auf euch gewartet habe, hat meine Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attacken von Wuffels erst riesige Fortschritte gemacht. Aber kommen wir zur Sache, Zwergfürst. Gib mir doch mal kurz deinen Pokédex. Okay? Was hat er vor mit meinem Pokédex? Das sieht gar nicht mal so übel aus. Passt die Größe einigermaßen? Gefällt dir dein neues Zuhause? Sorry, dass du so lange darauf warten musstest. Entschuldigen Sie, Professor, aber mit wem? Du glaubst bestimmt, ich führe hier gerade Selbstgespräche. Was? Fehlanzeige? Aber sowas von. Ich habe mit dem Rotom gesprochen, das sich in dem Pokédex befindet. Ein Rotom? Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du? Das ermöglicht es, ihm ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Vor dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt. Dass Rotom darin hausen kann. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Es ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt muss ich ihn nur noch mit dem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmotzen. Klimper, klimper, klack, klack, Berkel. Brr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 r
oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, ich will, dass du seine rechte Hand wirst. Das wird lustig. Ihr seht schon, ich merke es, ihr seht schon, ich mag es sehr, Pokémon nachzumachen. Darauf werdet ihr in den folgenden Parts nicht verzichten müssen. Siehst du, Zwergfürst, jetzt kannst du sogar mit Rotom sprechen. Und du bist anscheinend sehr sympathisch. Auf jeden Fall. Aber wobei soll es ihn genau unterstützen? Naja, Zwergfürst ist schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Das in den Rotom Pokédex integrierte Navigationssystem wird ihm dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Oh ja, vielen Dank. Ich verlaufe mich schon sehr oft, wie meine Zuschauer auch am Anfang des Parts gesehen haben. Ich bin ein Fan vom Verlaufen, auch im echten Leben. Außerhalb des Spiels, um mal Real Talk zu sagen. Um weiter Real Talk zu reden. Es gibt, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, jetzt sogar die Möglichkeit mitzureden, also in diesem Spiel. Also der Avatar, den ich spiele, sagt nicht immer Punkt, 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 sondern ich habe jetzt immer zwei Auswahlmöglichkeiten, um zu sagen ja oder nein oder was weiß ich. Weiter im Text. Rotom zeigt dir immer dein nächstes Ziel auf deinem Abenteuer. Berührst du den Pokédex, erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte deiner Umgebung. Wer kommt denn da? Nicht der schon wieder. Aluna! Sieht mal, wenn der Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin Stali. Wow! Ist das etwa ein Loft? Das ist privat. Meine Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das seht ihr doch bestimmt auch so, oder, Tali und Zwangfürst? Deshalb lasse ich Lilly da oben im Loft wohnen. Also, Zwergfürst, den Rotom-Pokédex überlasse ich dir. Rotom, kümmere dich gut um Zwergfürst. Das ist ein Rotom-Pokédex? Irgendwie niedlich. Kommen wir nun zur Inselwanderschaft. Das ist wichtig, also spitz die Lauscher. Stell dir die Inselwanderschaft als ein einziges großes Abenteuer mit deinen Pokémon vor. Die Kinder Alolas gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen. Auf jeder der vier Inseln von Alola gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Um von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Insel bestehen. Also, wie sieht's aus, Lernfürst? Möchtest du gemeinsam mit Flamiao auf Windelwanderschaft. Windelwanderschaft, der Zwergfürst geht auf Windelwanderschaft. Genau. Ich brauche unbedingt mal wen, der Best-Offs für mich schneidet. Das wird jetzt hier in Pokémon Sonne richtig geil. Von Windelwanderschaften und Pokémon-Abenteuern. Ja, oder so ähnlich. Ach man, wird's Zeit, dass ich den Part mal beende. Aber wirklich, also nicht nur so halb. Ich finde, du hast definitiv das Zeug dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann dabei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärken seines Pokémon ausspielen wie du. Ja, ich bin dabei. Gerne. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass er nicht los kann. Ich quäle mich hier durch die ganzen Dialoge.
Ich möchte eigentlich nur los. Klasse, du tust mir einen großen Gefallen, wenn du auf die Reise gehst und vielen Pokémon begegnest. Schließlich beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Pokémon und ihren Attacken. Gut, dann nimm mal das hier. Diese Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Achso, sozusagen eine Teilnahmeurkunde. Oder eine Eintrittskarte. Oder was? So eine Mischung aus beidem vermutlich. Das habe ich von meinem Opi auch bekommen. Also, dann Zwergenfürst Tadi. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Was? Der nächste Schritt? Ja, der nächste Schritt. Komm. Die Trainerschule. Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlage des Trainingsdaseins erlernen. Euch weiteres Wissen aneignen. Wie sagt man so schön, es ist noch kein Inselwanderschaftschamp vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig büffeln, büffeln und nochmal büffeln. Was hast du vor, Tali? Ich werde mit meinen Pokémon spielen. Sie trainieren, meine ich. Genau. Die Inselwanderschaft, durch sie lernen die Menschen Alolas die Welt um sich herum kennen. Hab ein Auge auf Zwergfürst. Ja, Lilly, bitte kümmere dich um ihn, bis er sich ein bisschen an Rotom gewöhnt hat. Professor, mich muss man sich nicht sonderlich kümmern. Wenn du mal nichts mehr weiter weißt, tipp einfach auf Rotom und den Pokédex im unteren Bildschirm, den ihr gerade nicht seht, um weiterzukommen. Gut, ich denke aber, ich komme erstmal so zu Ende. Ja, ich komme auch jetzt zu Ende. Ich komme so zurecht und ich komme jetzt auch zu Ende. Nehme ich mit diesem Part. Ich streife hier nochmal durch die Gegend. Und sage euch auch dann von dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Part. Gehabt euch wohl. Es wird Zeit, dass ich mit diesem chaotischen Part beende. Im nächsten Part wird's. Ich weiß, das habe ich schon in den letzten Parts gesagt. Hoffentlich mehr zur Sache gehen. Ja. Verspreche euch, es geht noch sehr zur Sache. Also seid beim nächsten Mal mit dabei und ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Also sollte euch dieser Part gefallen haben. Ich stehe hier im Wasser und ja. Adios.